Ja, hallo zusammen zu meinem ersten Let's Play. Ich möchte euch ein bisschen Poker zeigen oder besser gesagt, dass ihr mit mir zusammen ein bisschen mein Spiel analysiert. Dazu spiele ich bei PokerStars Echtgeldturniere, na, Cash Games mit niedrigen Blindstufen, 1 Cent, 2 Cent und ja, gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Jetzt halten wir mal Dame und Jack in einer sehr guten Position. Einen davor können wir gerne mal mitgehen, um uns da günstig den Flop anzusehen. Ja, das war's schon mit günstig. Bin gerade erst an den Tisch angekommen, weiß natürlich nicht, wie die spielen, aber das ist mir dann auch an einer guten Position zu teuer. Ja, zu mir selber, ja, da sieht man mal wieder, wenn es einem zu teuer ist. Aber gut. Ja, zu mir, ich spiele eigentlich eher Live-Poker. Das sind jetzt erst meine ersten Gehversuche mit Online-Poker, weil mir das System dahinter immer so ein bisschen suspekt war. Aber gut. Man kann ja nicht immer bei den Live-Turnieren dabei sein. Ja, 7-4. Lieblingshand hier. Danke, tschüss. Ja, ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, wenn ihr mir dann halt zu einzelnen Händen noch irgendwelche Kommentare dazu schreiben könntet. Ein bisschen miteinander analysieren, weil man will ja sein Spiel immer weiter verfeinern und lernen, um besser zu werden. Ja, Vierer Pockets. Einer Höhe in einer denkbar schlechten Position. Hat auch nicht mehr so viel hinter in der Hinterhand. Ich denke, da wird auf jeden Fall schon was Gutes dabei sein. Deswegen folde ich mal lieber meine Vierer. Ja, zu meiner Stimme muss ich sagen, ich bin leicht angeschlagen, ein bisschen erkältet. Weshalb ich dann auch dem Online-Poker dann mal eine Chance gebe und nicht auf ein Live-Turnier gehe. Ah, da kommen die Jacks. Jacks in der Mittelposition. Hab erst so 10 Runden an dem Tisch gespielt, also hab noch nicht so wirklich aussagekräftige Erfahrungen mit den Playern hier. Gut. Werde das aber hier mal anspielen. Um halt auch ein bisschen die Leute, die dahinter kommen, noch rauszudrücken. Möchte ja eine schöne Position mit den Jacks bekommen. Ja, was ich noch dazu sagen muss, das erste Mal, dass ich jetzt die ganze Zeit durchmoderiere, ich hoffe, ihr seht mir ein bisschen nach. Und ich hoffe, ich kann euch ein paar gute Hände zeigen. Ja, gut, da haben die Jacks die Auszahlung bekommen. Hätte mich natürlich gefreut, wenn da jemand mitgegangen wäre. Aber Auszahlung ist Auszahlung. Werde heute ein bisschen versuchen, mein Stack zu erhöhen. Immer schön ruhig zu spielen und überlegt, vielleicht bei ein, zwei spekulative Hände, genau, ja, schon ein bisschen später. Aber ansonsten halt ein bisschen Standard-Poker und keine großen Moves. Ja, was ich eigentlich bei den Let's Plays immer ein bisschen schade finde. Ja, nee, nicht so. Scheiß Position. Was ich halt bei den Let's Plays immer ein bisschen schade finde, ist halt, dass dann alle Hände irgendwie zusammengeschnitten werden und man eigentlich nicht so
nicht jeder bekommt irgendwie Ass König, Ass Ass, Ass Dame oder irgendwie suited und hat dann irgendwie so ein Run, wie es in diesen ganzen Let's Plays gezeigt wird. Das wird alles immer schön zusammengehackstückelt und vermittelt irgendwie total den falschen Eindruck. Hab mich da jetzt die letzten paar Tage mal ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt und habe gedacht, ja, schön. Aber die Realität ist das nicht wirklich. So, was haben wir denn da? Ein Limper, eine Standardbet, also 3-Bet plus den Limp. Der Small Blind geht mit, es sind 20 Cent im Pot, 6 Cent to call, 3 zu 1 mit der, ja, müssen wir doch mitmachen. Ja, ist doch schön. Top Pair. Da kann man auch mal anspielen. Auf 25, ja, machen wir mal 10 Cent. Gucken, wer sich da direkt verabschiedet und wer doch noch. Ja, verabschieden sich direkt alle. Na gut. Leider noch keine Erfahrung, ob hier Frankie Lane tight oder nicht so tight ist. Nee. Ich versuche mir erstmal so ein bisschen tighteres Image aufzubauen. Ah, sehr schön am Button Ass König, da kann man doch mal. Ja, auch ein Race callen. Oder sogar nochmal drüber gehen. Ah, wie gesagt, es ist halt noch nicht so das Image aufgebaut, wenn man da gerade so 10, 15 Hände gespielt hat. Wobei ich das halt eher so vom Live-Poker habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt beim Online-Poker auch so eine große Rolle spielt. Ja, wobei ich denke mal schon. Auch wenn ich den Gegenüber jetzt nicht sehen kann. Ja, schön komplett verfloppt. Ja, aber wird er wohl anspielen? Nein, keiner spielt an. Ja, dann hinein, Jungens. Am Button darf man mal 8 Cent wechseln. Dann müsste er mir auf jeden Fall ein Pocket geben, oder was? Ein Caller. Einer schon mal raus. Ah, die wollte ich eigentlich nicht sehen. Möglichkeit zur St Ja, aber erzählen wir mal die Geschichte weiter. Ja, machen wir nicht zu hoch, dass er vielleicht denkt, ich will ihn mitspielen lassen. Ah, okay, da kam aber direkt das Insta-Call. Ja, da kann ich nichts mehr holen in dem Pot. Entweder, genau, einzige richtige Entscheidung von ihm, da ordentlich Druck zu machen. Da merkt man schon, Call alles gesetzt, ja. Da muss man raus da aus dem Pot. Zwo. Danke, tschüss. Ja, also wenn zwischendurch mal nichts passiert, werde ich auch das Mikrofon mal abschalten und mal was trinken und so. Vielleicht auch mal eine Zigarette rauchen, aber sobald ein bisschen Action da ist, sollte ja. Sollte das Mikrofon wieder offen sein. Bis gleich.
Hoffentlich kommen da gleich noch mal ein paar Spieler dazu. Also wollte jetzt eigentlich nicht hier nur so ein Six-Max spielen. Das Tisch sollte an für sich schon voll sein. Vor allen Dingen mag ich es auch nicht so, wenn die Leute zu schnell und zu oft wechseln. Also ich baue mir da schon so über mehrere Hände so meine Quote dann auf, wo ich die Leute dann besser einschätzen kann. Ja, und da verabschiedet sich dann noch jemand. So ein Mist. Ja, sehr schön. Kriege ich wahrscheinlich 1 Cent geschenkt. Nein. Ja, auch wenn es erst 20 Hände ist, tippe ich da doch eher als der Titan-Spieler. Check 3, tschüss. Boah, jetzt spielen wir hier zu 4. Ich glaube, ich muss mir gleich einen anderen Tisch suchen. Also. Gut. Kann man halt natürlich mehr Hände spielen, aber ich glaube nicht, dass da, ja, genau. Ist natürlich dann alles deutlich mehr wert. Nee. Ja, ich denke, das war ein ziemlich schnelles erstes Let's Play. Da haben wir nochmal die 6 am Button, aber gut, keine Auszahlung. Ja, wie gesagt, da jetzt nur noch 4 Spieler da sind, können wir natürlich auch eine breitere Hand an Auswahl an Händen spielen und können dafür immer schön die Blinds einheimsen. Weil es macht jetzt nicht so den Eindruck, als ob da irgendwelche Fraggles sitzen, sondern schon welche, die. Ja, da bin ich wahrscheinlich der Fraggle am Tisch. Hey, wir sehen mal einen Flop. Den wollte ich sehen. Nee, danke. Tschüss. Yay! Hör auf dem Turn noch die 7. Ach komm, Nee. Kannst du knicken? Tschö. Da kütt aber auch nix für mich. Na dann. Ja. Ich werde mir gleich nochmal einen neuen Tisch suchen und werde damit jetzt einfach mein erstes Let's Play beenden und haben ganze. Ja, was haben wir denn? Ich glaube, mit 1,60 startet man bei PokerStars. 1,83. Ja. Juhu! Ganze 23 Cent Gewinn gemacht. Dann sage ich einfach mal danke fürs Gucken. Schreibt ein paar Kommentare, wäre auf jeden Fall nett. Und ja, bis gleich. Ich mache gleich das nächste.